Und hallo YouTube, willkommen zu einem Let's Play Skyrim. Man kann sagen, was man will. Lydias Schatten sieht verdammt cool aus. Nur Lydia, also der Schatten. Damn. Da ist es ja fast wert, dass man eine völlig übertriebene und unpraktische Rüstung hat, wenn man dann so einen coolen Schatten dafür hat. Und ja, wir sind hier in, wie heißt der Ort doch gleich? Herim. Und suchen hier nach Hinweisen oder haben nach Hinweisen gesucht, wer hier in Windhelm die Leute umbringt. Und wir haben Briefe gefunden. Die gucken wir uns doch mal an. Du, wo müssen wir denn hin? Solche Sachen sollte ich, bevor ich die Aufnahme mache, nachschauen, wo jetzt genau der Brief war. Ah, da, Tagebuch des Schlächters. Wer es lesen will, der kann wie immer pausieren. Ich lese nicht alles vor. Das wäre jetzt auch nicht so viel. Könnte ich eigentlich schnell mal machen. Das ist jetzt nicht so viel. Wir sollen deinen Hinweisen nachgehen. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch und Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheiden. Egal, in der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte genau im falschen Moment auf und ich musste kehrt machen. Nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben, doch der Augenblick rückt näher. Ich denke, es ist an der Zeit in Winterfest. Ich denke an meine Zeit in Winterfeste zurück. All die Geisteskraft, die sich da oben in ihren Türmen verschwenden. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich entdecke hier eine ganz neue Magie. Etwas, das tiefer reicht als bloße Zauberkunststückchen aus Feuer und Licht. Diese Fleischmagie ist älter als wir. Vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffs, aus dem das Universum besteht. Und dort, wo er sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph erschaffen. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollten die vorzüglichsten Seen beherbergen. Die Mühe wert. Heute Nacht. So, das war meine Impression eines Geistesgestörten. Die ist eigentlich immer gleich. Ich mache halt diese Fleischmagie-Stimme. Und ja, das ist ungefähr das, was ich immer mache. Hier sind weitere. Hütet euch vor dem Schlechterzettel. What the fuck? Schauen wir uns nochmal so ein Hütet euch vor dem Schlechterzettel nochmal an. Die muss ja eigentlich auch wer geschrieben haben. Hütet euch vor dem Schlechter, dem Mörder, der die Straßen von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen seine Tugend vergessen werden, nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Viola Gordano auf, wenn ihr Verdächtige bemerkt. Okay, also irgendwer sucht hier nach Menschenteilen für irgendwelche komischen Blut- und Fleischmagie-Rituale. Ich möchte anmerken, die Fleischmagie kann nicht älter als die Welt selbst sein, denn gesetzt dem Fall, Krieg ist alles andere dass als Glorreich. das Das ja erzählen Fleisch zu die Soldaten Fleischmagie nötig ist, nur, braucht es ja die Lebewesen Elitisten. dazu. Wenn die Magie älter ist als die Welt, dann ist sie älter als das Fleisch. Gesetzt dem Fall, dass es keine anderen Lebensformen im Skyrim-Universum außerhalb dieser Welt gibt. In unserer Welt wäre es ja vielleicht dann die Frage, vielleicht haben die Aliens die Eismagie. Ja.
halt entdeckt. Aber hier in Skyrim gibt's in Skyrim außerirdisch, gibt es da oben Aliens? Man weiß es nicht. Haben die Dwemer, sind die Dwemer, haben die Aliens gefunden? Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Gehen den Hinweisen nach, aber wie? Im Haus Kerzenschein vielleicht gehen. Das wäre vielleicht mal ein Anfang. Er will sie heute Nacht wieder versuchen. Gesetzt im Fall, dass heute die Nacht ist. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich... Ja, du bist ein kleiner Rassist. Bist jetzt froh. So, also er will es heute Nacht wieder versuchen. Dann stellen sich mal die beiden unauffällig gerüstet und bewaffneten Leute hier hin und halten unauffällig Ausschau nach einem möglichen Fleischmagier. Das ist doch ein Plan. Wir halten jetzt Ausschau nach dem Fleischmagier. So, hier hinterm Bäumchen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes, weil ich meine, also, man kann jetzt sagen, was man, die Stahlrüstung hier tarnt sie einem nicht schlecht. Ich meine, wenn man nicht gerade nach jemandem sucht, wäre es vermutlich gar nicht mal so einfach, hier den zu finden. Aber jetzt müssen wir natürlich warten. Wartet! Ich kenne euch doch. Nein. Kennst mich nicht. Ich wollte die Wache ansprechen, ob er vielleicht was gesehen hat oder so. Die gehen ja hier Patrouille. Dann patrouillieren wir mal mit. Der muss ja dann hier irgendwo mal ums Haus Kerzenschein. Meine Herren. Auftauchen, aber wer ist er? Wie sieht ein Fleischmagier aus? Ist der behängt mit Würsten vielleicht? Da kommt Lüdi angerannt. Und der ist ja der Susanna her. Bist du die Susanna? Nein. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Ja, das ist hochinteressant, aber mir eigentlich ziemlich egal. Schauen wir noch mal kurz rein, wo da die Susanna ist. Und warten, bis die vielleicht rauskommt. Hinter der ist sie her. Das heißt, am geschicktesten wäre es vermutlich, das Opfer zu suchen. Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Das ist sie nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Sie war das so ein kann keiner von uns glauben. Mädchen. Ich habe zwar keine Ahnung, wer Isabella ist, aber das kann keiner von uns glauben. Talos? Er hat das Kaiser. Ja, wir kennen Talos sehr gut. Wir haben ihn persönlich getroffen, verdammt nochmal. Okay, ich habe jetzt drin keine Susanna auf Anhieb gesehen, da habe ich es aufgegeben, denn warum versuchen? Warte, dann würde ich mal sagen, warten wir doch mal ein bisschen. Jetzt sind auch hier alle heimgegangen. Hier rennt die Wache rum. Dann gehen wir mal auf Aussichtsposition. Jetzt hätte ich gerade gerne... Na gut, wir haben den Bogen. Den kann man ja sort of als Fernrohr verwenden. Muss ich halt anlegen. Da gehen jetzt gerade die Wachen. Wir sind jetzt hier nicht so unauffällig, aber das ist jetzt in Skyrim nicht notwendig. Wir sind ja Meister im Schleichen und unsichtbar für jeden Feind, auch wenn wir auf seinem Kopf stehen. Aber wann taucht der auf? Ich meine, jetzt hier, gut, hier draußen sind jetzt der Mann, der sich hier am Feuer gewärmt hat, ist weg. Der Trinker ist auch weg. Spulen wir mal eine Stunde vor. Ich frage mich, ob man das überspulen kann. Aha, und wer bist du? Du bist keine Wache. Habe ich dich. Natürlich ist die Arbeit bei Wolfram. Okay, das ist nicht. Aber was kann ein Dunmer hier sonst tun? Ja, was kann ein Dunmer sonst tun? Vielleicht zum Ritter der Welt werden, so wie ich. Ja? Ich habe darüber nachgedacht. Fahler Hund. Oder mache ich hier gerade überhaupt das Richtige? Ich glaube, dass ich das Richtige mache. Ich meine, er wollte hier wieder auftauchen und wir haben auch so keinen Questmarker und nix. Nein, ich will jetzt nicht warten. Meinen Bogen ziehen und ranzoomen. Wer da kommt, das sind Wachen. Ich frage mich, wie lange das Spiel von einem erwartet, hier zu warten. Treibt sich da hinten rum. Hier mal ein bisschen rumsneaken. Ey, aber woran sollen wir ihn erkennen?
Ich meine, wie gesagt, der Fleischmarkt wird wohl kaum mit Würsten behängt sein wie ein Schützenkönig. Wer den Brauch nicht kennt, der, naja, war halt noch nie in Bayern. Er hat zumindest einen Streitkolben dabei. Der einst Geehrte. Hätte ich nicht diese Kriegsverletzung, wird... Ja, hier nimm ein Stück Gold. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Na, wer bist du? Wenn ihr etwas Zeit habt, schaut bei meinem... Der hat auch wieder mal die Altmännerstimme. Die hat der S-Bären auch, oder wie der von den Klingen heißt, aber... Machen wir... Auf der Lauer, auf der Mauer, aber... Auf was lauern wir? Und sind wir jetzt eine Wanze? Und kennt einer von euch ab diesen Reim? Auf der Lauer, auf der Mauer, liegt eine dicke Wanze, oder wie der... Ich weiß selber nicht mehr, wie der ging. Das ist so ein Kinderreim. Meine Mutter kennt ja alle Kinderreime auswendig. Die arbeitet ja als Erzieherin in einer Kinderkrippe und... Dementsprechend bekommt man auch als weniger, naja, wenn man schon vom Alter ein bisschen weiter weg ist von 2 Jahren, bekommt man trotzdem sowas gern mal zu hören, wenn man mit der Frau redet, weil scheinbar lässt es einen bleibenden Schaden zurück, wenn man Tag ein, Tag aus nur mit keinen Kindern zusammen ist. Würde mich auch psychisch sehr schnell fertig machen. Dann machen wir das Richtige. Wie gehen den Hinweisen nach? Was haben wir denn noch für Hinweise? Wir haben das Tagebuch gelesen. Er will es nochmal versuchen. Das stand ja hier drin. Ich hab's doch in meiner gestörten Stimme gelesen. Wenn ich was in meiner gestörten Stimme lese, dann muss es ja schon im Hüterich von dem Schlechter. Da gibt es auch keine zweite Seite oder so. Nein. Die ganzen schwarzen Bücher hier. Tagebücher des Schlechters 1. Das haben vielleicht mehr versucht zu... Noch ein Versuch. Er will es ja nochmal versuchen. Vielleicht taucht er dann hier irgendwann doch mal auf. Jetzt ist es 5 Uhr morgens. Ja gut, die Nacht ist jetzt bald vorbei. Waren wir vielleicht zu spät? Oder haben wir ihn schon vertrieben, weil wir hier waren? Oder kommt er noch? Es ist schön, euch wiederzusehen. Kennen wir ja. Seid auf der Hut. Der Schlecht. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. Und deshalb läufst du um 5 Uhr morgens durch die Stadt. Smart idea! Ich verfolge ihn schon seit Monaten. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich versuche ihn zu finden. Die was ungefähr gleich ist mit verfolgen, ja. Die Leute wollen mir nicht helfen. Außer mir glaubt niemand, dass es möglich ist, ihn zu fangen. Die Blutspur zu diesem Haus war mehr als offensichtlich. Wie konnte jemand glauben, den nicht fangen zu können? Da zu seinem Versteck wortwörtlich eine Blutspur hinterlassen. Das waren Riesenkleckse, also. Was? Und was steht da? Dass er es nochmal versuchen will und dass er ein Fleischzauberer ist. Wunfert. Um ihn ranken sich schon seit Jahren Gerüchte. Soweit ich zurückdenken kann, um genau zu sein. Er ist ein gefährlicher Mann. Deshalb nennt man ihn auch den Unlebendigen. Ich würde ihn nicht direkt konfrontieren. Diese Informationen müssen direkt zum Vogt. Wir haben jetzt nochmal gerade diesen Schluss. Wir haben jetzt gerade nochmal diesen Schluss getroffen, dass der Hofzauberer jetzt das ist. Egal, das Spiel hat es mir gesagt. Do not question the game. Das ist aber ein schöner Sternenhimmel. Ich mag Sterne. Sternenhimmel sind toll. Okay, gut, man kann jetzt diesen Schluss machen, dass das wahrscheinlich ein Zauberer, also wenn offensichtlich ein Zauberer dahinter steckt, dann können wir auch den Zauber hier mal anschwärzen, aber ich habe das Gefühl, dass der nicht schuld ist. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Ich meine, was lässt uns jetzt denn darauf schließen, dass der das war? Okay, wir wissen, es steckt ein Zauberer dahinter. So viel wissen wir, so viel ist bekannt. Aber... Wir wissen auch, dass Magie nicht unbedingt das Seltenste in Himmelsrand ist. Ich meine, wir selbst können zaubern, obwohl wir eigentlich... Ich meine, wir selbst können zaubern, und da können nicht so viele, die zaubern können. Hier in der Stadt können auch einige Leute wahrscheinlich zaubern. Es muss doch mehr geben, die zaubern können. Also... Das... Ich...
die Hinweise, also das ist schon sehr dürftig zu sagen, ein Zauberer ist der Mörder, daher muss der nächstbeste Zauberer der Mörder sein. Das hat was von München. Also das ist so aller ein Schwarzer hat wen umgebracht, das heißt, wir müssen jetzt jeden Schwarzen dafür bestrafen. Oder ein dicker Mann hat das Huhn geklaut. Keine Ahnung. Jetzt hauen wir alle Dicken einen drauf. Ich meine, das ist halt so. Ja, es war ein Zauberer, aber deshalb kann ich das nicht den nächstbesten Zauberer, den ich finde, einsperren. Das ist nicht die richtige Logik. Das ist eine Anschuldigung. Ich nehme an, ihr habt auch Beweise dafür. Eigentlich ja nicht, das ist ja das Problem. Ich kann es nicht glauben. Wunfert war Ulfric über viele Jahre ein zuverlässiger Freund. Es schmerzt mich, feststellen zu müssen, dass an den Gerüchten etwas Wahres dran war. Wunfert wird festgenommen werden. Ich danke euch dafür, dass ihr diese Angelegenheit also ich glaube nicht, dass der, also auf den Grund das ist schon seid. Etwas dürftig. Das ist von Windhelm sind denn ein Indizien. Ich meine, wissen wir denn, dass es sein Amulett war? Wir wissen ja nicht, dass es sein Amulett war. Wir haben Hinweise auf Magie gefunden. Ja, aber das beweist doch nichts. Also, außerdem. Ihr da, ihr kommt. Mir. Wir werden den Schlechter endlich verhaften. Jawohl, Sir. Gleich geht's mir besser. Dieser Tisch muss abgeräumt werden. Der Käse widersetzt sich. So. Dann wird der jetzt eingesperrt, aber wie gesagt, ich bin nicht ganz überzeugt davon. Ich glaube, im nächsten Mal sprechen wir mal mit dem Zauber, den sie gerade eingesperrt haben, weil ich ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass er das war. Weil das ist so ein bisschen sehr dürftig mit Indizien, weil wir wissen, dass es ein Zauberer muss es deshalb eher gewesen sein. Also davon bin ich nicht überzeugt. Wir werden in der nächsten Folge nochmal genauer auf die Sache eingehen. Den Tisch haben wir jetzt ja abgeräumt, wenigstens eine Sache, die wir in der Folge erledigt haben. In der nächsten Folge werden wir uns mal mit dem Zauberer unterhalten und rausfinden, ob ihr das wirklich war. Vielleicht, wenn wir ein Geständnis bekommen, dann ist das für mich ein Beweis, wenn wir oder einen handfesten Beweis dafür bekommen. Ansonsten müssen wir, glaube ich, weitersuchen, weil nur weil es ein Zauberer war, muss es nicht dieser Zauberer gewesen sein. Und damit sage ich Tschüss, YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn Sie das letzte Mal subscribe, seid dabei, blablabla. Das war eine völlig valide Abmoderation. Bis zum nächsten Mal, YouTube. Seid dabei, wenn es dir heißt Let's Play Skyrim. Bis dann. Tschüss.